Herr Bürgerding, woher kam der Impuls zum Mahagoni-Festival? Der Impuls kam aus unserer Mahagoni-Inszenierung, mit der wir die Spielzeit eröffnet haben, unsere erste Spielzeit hier in Bremen, wo wir immer gesagt haben, wir wollen am Ende nochmal Mahagoni abschließend spielen, als großes Festival gedacht haben und uns da nochmal der Stadt öffnen. Was erwartet denn die Besucher hier beim Festival? Ja, im Zentrum sind natürlich, spielen wir dreimal Mahagoni. Dann gibt es aber zwei sehr große, besondere Abende, die heißen Mahagoni ist überall. Das sind im Grunde, ja, wie soll man, also ein Parcours, ein szenischer Parcours. Man geht durchs Haus, man bekommt Spielgeld, sogenannte Neuros. Und für diese Neuros kann man bestimmte einzelne theatrale Aktionen sich kaufen. Man kann sie aber auch investieren in Alkohol oder Essen. Man kann sie verlieren, man kann mit ihnen spekulieren. Und so ist das ganze Haus, wird bespielt, alle Ebenen, bevor man sich dann ganz am Ende wieder findet im Saal, ähnlich wie in der Mahagoni-Vorstellung. Das Theater ist ja 5 Tage rund um die Uhr geöffnet, man kann auch übernachten, es gibt noch weitere Aktionen. Was haben denn Ihre Mitarbeiter gesagt, als sie gehört haben, was sie mit Ihnen vorhaben? Ja, da war ich eher wirklich überrascht. Also wir haben ja schon viele Dinge jetzt in dieser Spielzeit ausprobiert, gemeinsam gemacht und ich bin auf überhaupt gar keinen Widerstand gestoßen. Also die Mitarbeiter freuen sich, ist natürlich auch viel Arbeit, klar. Und alle sind sehr gespannt, wie überhaupt das wahrgenommen wird, wenn wir morgens hier die Türen offen haben und wir probieren im Saal und jeder darf reingehen und rauskommen, wann er möchte. Das wird auch mal eine neue Erfahrung für uns werden. Und was möchten Sie denn für ein Zeichen setzen mit diesem Festival? Ja, wir haben ja so, die Zeit der Spekulationen ist eröffnet, steht da groß drüber über diesem Festival. Erstmal wollen wir ein Zeichen setzen, dass wir uns öffnen für die Stadt, dass wirklich jeder gemeint ist, hier bei uns ins Theater gehen zu können, eingeladen ist, herzlich willkommen ist. Und das Zweite ist, glaube ich, dass wir, Spekulation ist ja so negativ besetzt, aber eigentlich heißt es ja fantasieren über Zukunft, investieren in Zukunft. Und das ist das Leitmotiv von dieser Woche, also dass wir uns zusammen Gedanken machen, wie könnte die Zukunft einer Stadt aussehen, einer Stadtgesellschaft?